Hallo zusammen, heute wollen wir mal eine Marvel Laser von der Firma HGTEC programmieren. Das heißt, wir programmieren dieses vollautomatisch über eine Excel-Liste. Voraussetzung hier natürlich sind, dass die Geometrien sauber rüberkommen zu uns. Das heißt, die reine Schneidkontur sollte auf dem eigenen Layer oder eigener Farbe liegen. Ich habe hier eine Excel-Liste. Diese Excel-Liste sollte eigentlich aus dem ERP-System kommen. Natürlich können wir auch über eine Excel-Liste programmieren, aber besser wäre ein ERP-System. Wir haben einen Artikel, das kann ein DXF sein, das kann eine 3D-Datei sein, eine DWG, eine MEC, eine TOPS-Geo, ganz egal. Wir haben Auftragsdaten, Termine, Materialien, Belästigen. Hier übergebe ich gleich noch, dieses Teil möchte ich für einen gemeinsamen Trennschnitt nutzen. Wir übergeben einen Folgenarbeitsgang und so weiter. Wir starten aus dem Excel die Software. Per N4000 wird gestartet. Wir wissen, wir müssen die Bauteile einlesen und alle vollautomatisch programmieren. Zu jedem Bauteil haben wir jetzt Informationen wie Gewichte, Flächen, Laufzeiten, wie viele Anschnitte, wie viele Einstechlöcher, die Schneidlänge. Diese Daten können wir übermitteln an das ERP-System. Erster Schritt ist abgeschlossen, Einzelteile sind alle programmiert. Wir gehen hin und sagen, wir wollen nun diese Teile verschachteln. Und zwar meine 6000 Fiber. Wir haben die Maschine, wir haben die Bauteile und wir haben im Lager aktuell drei verschiedene Formate. Wir möchten diese nun verschachteln und sagen, wir wollen an der Maschine nur ein Format haben oder das optimale Format. Das heißt, ich möchte einmal durchschachteln mit dem optimalen Format. Nun suchen wir anhand vom Nutzen das beste Tafelformat aus. Schachtelergebnis hätten wir nun. Insgesamt 10 verschiedene Tafeln benötigen wir, beziehungsweise 8 verschiedene Tafeln benötigen wir, 10 Tafeln allgemein, weil die eine Mittelformat-Tafel wird dreimal gefahren. Aber wenn wir kein Lager an der Maschine haben, würde ich empfehlen, wir nehmen nur ein Format. Das beste Schachtelergebnis vom Nutzen her wäre eine Großformat. Natürlich kann ich mir die Mittelformat, die Kleinformat auch separat anschauen. Wir nehmen einmal die Großformattafel. Als Ergebnis ist nun jedes NC-Programm schon fertig. Das heißt, wir haben alle Arbeitspapiere. Ich kann mir die Tafel auswählen. Unsere Software erkennt automatisch, dass diese Teile gemeinsame Schnittkante haben. Das heißt, wir wissen, wir haben hier gemeinsame Schnittkante. Und nun geben wir alle NC-Programme an die Marvel Laser raus. Wir erzeugen nun eine Rückmeldung an das ERP-System. NC-Programme sind nun alle erzeugt, das heißt, wir haben eine Meldung gemacht an das ERP-System und in unserem Job Manager werden wir nun einen Job an der Marvel haben, wo wir sehen, wir haben unseren Schachteljob, wir haben die einzelnen Tafeln. Wir können über den ganzen Job Etiketten drucken. Sie sehen schon die unterschiedlichen Farben über die unterschiedlichen Folgearbeitsgänge. Das heißt, alles, was zum Pulvern ist, ist dieser Fliederton. Die braunen Teile sind für die Drawband und hier haben wir alle Daten und hier zum Beispiel auch Teile für eine Bolzenschweißanlage. Jetzt können Sie die Tafeln einzeln fertig melden als produziert und Sie sehen in der Fertigung auch den Fortschritt. 17% sind von diesem Job abgearbeitet. Tafel Nummer 1 mit zwei Durchläufer sind produziert und alle Daten sind vorhanden.